Wir basteln jetzt einen Stromkreis mit Play-Doh und einer Batterie und einer Diode. Die leuchtet dann zum Schluss. Ich finde Girls Tech Up eine wunderbare Initiative, weil sie jungen Mädchen die Einblicke gewährt, die sie sonst nicht bekommen möglicherweise in der Schule, und die Möglichkeit bietet, Fragen zu stellen. Ja, es ist extrem wichtig, dass auch mehr Frauen in technischen Teams vertreten sind, weil Frauen einfach auch eine andere Sichtweise mitbringen. Und je diverser ein Team ist, desto besser ist die Leistung des Teams, desto höher ist auch die Innovationskraft. Einfach trauen, also keine Angst haben, es ist kein männerlastiger Beruf, es werden immer mehr Mädels und ihr habt es drauf. Einfach Vertrauen in euch selbst haben und das rennt. Es ist in der Technik sehr viel möglich. Die Jobs haben sich geändert, das sind so viele Möglichkeiten, die in der Welt da draußen nicht bekannt sind. Und unsere Mission ist, die bekannt zu machen und den Mädchen eine breite Palette der neuen Berufe aufzuzeigen und sie mitzunehmen. Sie können die Zukunft mit Technik gestalten. Ein Roboter, den wir auch dann selbst programmieren konnten, ne? Und bewegen, ja. Richtig spannend und cool, ja. Es ist halt sehr cool, das zu machen. Und deswegen sollten auch mehr Frauen dabei mitmachen. Wir brauchen mehr Mädels.